Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu TV Lokal, die 52. Ausgabe. Ja, das ist eine ziemlich lange Geschichte mittlerweile mit TV Lokal und in unserer heutigen Sendung haben wir die Vorstandsvorsitzende der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft EWG, Frau Verena Rührbach. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Unser Stammtisch, der beschäftigt sich heute mit dem Wochenende. Da gibt es nämlich eine ganze Menge. Also bei euch, zum einen gibt es ja die Eröffnung einer schönen Ausstellung. Ja. Und es gibt das Hoffest. Richtig. Und dann wollen wir, liebe Zuschauer, heute mal ein bisschen näher eingehen. Es gab ja die offizielle Eröffnung am heutigen Tag. Und wie können Sie, sagen wir, das Ganze, diese Ausstellung zum Beispiel, mal einschätzen? Wie ist denn überhaupt die Idee entstanden, so eine Ausstellung an der Schule zu machen? Also die Idee war ganz simpel entstanden, und zwar im letzten Jahr bei unserem 60-jährigen Hoffest, bei unserem 60-jährigen Jubiläum, haben uns mehrere Bürger der Stadt angesprochen: Mensch, liebe EWG, es ist ja schön, dass ihr dieses Grundstück habt, aber dass ihr unsere Schule abreißen wollt, ohne dass wir sie nochmal besichtigt haben, finden wir nicht so gut. Und damit war schon die Idee geboren, na dann lassen wir doch nochmal alte Schüler in die Schule, damit sie besichtigen können, und verbinden das gleich mit einer ganzen Menge Informationen, die wir in der Regel immer sehr gern an unsere Mieter und auch an fremde Mieter weitergeben. Die Schule, ich sag mal, ist ja nicht gerade, so eine Schule ist ja nicht gerade ein Schmuckstück, ne? Also die ist auch schon, hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Die Ausstellung, die jetzt läuft, was ist alles zu sehen? Was kann man da erleben, wenn man zur Ausstellung kommt? Also neben dem, was der Aufhänger war, also noch ein kleines altes Klassenzimmer mit ein paar schönen kleinen Hinterlassenschaften von ehemaligen Schülern, die wir in Vitrinen ausgestellt haben, sehen wir vor allem Rückblicke, Einblicke und Ausblicke aus der Sicht der Genossenschaft. Also diese Ausstellung verbindet sich gleichzeitig also mit einer Erfahrungsreise für die EWG, ja? Richtig, richtig. Also wir gestatten uns wirklich einen totalen Rückblick. Was haben wir bisher geschaffen? Unter dem Thema Einblick zeigen wir auch, was haben wir nicht geschafft. Also wir hatten ja schon mal eine sehr schöne Ausstellung im Aktivisten. Wer die damals besucht hat, kann sich erinnern. Ja. Und da haben wir etliche Projekte vorgestellt, die wir angehen wollten. Und wie es oftmals so ist, einige davon sind nicht gelungen. Das heißt, auch da geben wir Einblick, welche sind nicht gelungen und warum, aus welchen Gründen. Aber nicht. Der Aktivist ist gelungen, oder? Der Aktivist ist gelungen. Ja, ich muss schon sagen, alle Achtung. Also, ja, also ich meine, wir hatten ja auch ein Interview, wenn Sie sich erinnern können, zu diesem Thema, da haben wir da in der Ruine gestanden. Ja. Bei dieser Ausstellung, und da habe ich auch so gedacht, mein Gott, haben die sich was vorgenommen? Ja, ich habe gefroren wie ein Schneider, es war so kalt. Wenn es kalt ist, trinken wir noch, wir haben ja einen Stammtisch, wir können ja auch gerne ein kleines Bierchen trinken. Es sei uns gegönnt, es ist ja Dankeschön. Freitag, und da kann man schon mal aufs Wochenende mal kurz anstoßen. Übrigens haben wir es ja vorgestellt, wir haben ein eigenes Bier für unsere Sendung. Aha, sieh an. TV-Lokal-Bier. Ja, vielleicht kann man ja auch noch mal über den Aktivisten sprechen. Also der ist ja nun, ich sage mal, Sie haben auch, wir haben ja auch darüber berichtet, wieder diese alten Tanzveranstaltungen. Wie werden die so angenommen? Also ich habe sie gesehen, da sind eine ganze Menge Leute. Ist das jetzt, kommt die auf Einladung oder sagen die ganz einfach, das ist unser Aktivist, da müssen wir wieder hin? Also wir haben das ja gleich im ersten Jahr nach der Eröffnung einfach mal probiert und haben so ca. 70 Einladungen gedruckt und eingeladen. Und wir sind förmlich etwas überrannt worden von der Nachfrage nach diesen Karten. Das heißt, natürlich insbesondere die älteren Herrschaften, die dort früher mal getanzt haben, die haben sofort nach den Karten geschrien. Es war wunderschönes Wetter bei der ersten Tanzveranstaltung. Aber auch man konnte wunderschön Serie, ne? In dieser Luisa Straße schauen. Mhm. Und dadurch, dass das so schön war, haben wir das natürlich jetzt schon zum dritten Mal wiederholt. Und es ist nach wie vor eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Also in diesem Jahr hat es die Sonne ziemlich gut gemeint, ne? Dieses Jahr war es fast zu gut mit dem Wetter. Aber ich habe gesagt, die jungen Leute können sich eine Scheibe abschneiden. Die Alten, hoffentlich nimmt es mir jetzt keiner übel, die tanzen, auch wenn 40 Grad im Schatten sind. Die lassen sich Bist die Freude nicht nehmen. Richtig, richtig. Also, dass wir nicht erschöpft werden, müssen wir mal trinken. Genau, Prost genau. Auf ihr Hoffest und natürlich auf die Ausstellung. Ne? So ist es. Gut.
Kommen wir nochmal zur Ausstellung. Wenn man jetzt in die Schule reinkommt, wo findet das alles statt? In welchen Etagen oder nur zur Erde? Also wir haben uns auf alle drei Etagen verteilt. Mein Gott. Wir kommen also wirklich unten rein und beginnen mit den Thematiken Rückblick. Und verteilt deshalb auf drei Etagen, weil das Gebäude ist ja sehr weitläufig nach links und rechts. Man muss also nicht alle Gänge belaufen. Mhm. Es ist zwar alles frei, man kann also wirklich bis zum Schluss laufen, wenn da ehemalige Schüler kommen. Und sie meinen, sie müssen das bis zum letzten Raum sehen, können sie das tun. Aber die Schule ist natürlich entkernt und nur in den Bereichen der drei Etagen, in denen wir uns dort ausgebreitet haben, sind Exponate aufgestellt, werden ein paar Filme gezeigt, auch Filme von früher. Dann was, Super 8 oder was? Ja, was ich auch ganz klasse fand, es gibt einen Raum, dort wird per Audio wird ein Schüler wiedergegeben, der gerade im Palast der Republik, Erich Honecker, dankt als Jungpionier, also das muss man einfach gehört haben, man lacht sich scheckig. Ja, also wir haben uns da ein bisschen was einfallen lassen. Natürlich ist es auch interessant, wie war denn diese Beteiligung der Ehemaligen? Ist ein Direktor auch nochmal auf Sie zugekommen und gesagt, Mensch, ich war hier lange Jahr Direktor? Ja, also etliche ehemalige Schüler haben geschrieben, haben uns Exponate geschickt. Und wir haben auch einen ehemaligen Schuldirektor, der ja heute hier bei der Vorstellung auch mit dabei war. Ich habe mit ihm noch nicht sprechen können. Mal schauen, was er sagt, wie es ihm gefallen hat. Und im Laufe der Ausstellung werden wir sehen, wie das Feedback ist. Also wir haben auch Feedbackkarten dort. Wir sind auch selbst vor Ort und können mit denjenigen sprechen, die vielleicht früher dort Einblick hatten. Wir schauen einfach mal. Da war ja auch eine ziemlich lange Zeit in dieser Schule das Depot vom Doc-Zentrum drin, ja, ne? Ja, ja. Also, es war aber schon raus, ne? Als wir es gekauft haben, war es schon entkernt. Aber als wir es natürlich uns angesehen haben, als die ersten Gespräche mit der Stadt liefen, war das komplett bis unter das Dach mit Depot-Sachen vollgestellt. Sehr sortiert, sehr ordentlich kartografiert, also picobello. Aber es hat uns fast erschlagen, was dort alles drin war. Die ganze Schule voller Puppenkinderwagen, voller Militäruniformen von NVA-Zeiten, voller Kittelschürzen, voller Küchenwagen. Also alles, es war phänomenal. Wie lange geht die Ausstellung? Wie lange kann man sich daran erfreuen? Ja, also die Ausstellung wird zum Hoffest also am Samstag mit eröffnet. Mhm. Wir fangen ja diesmal das Hoffest erst um 15 Uhr an, da wir am Abend einen kleinen Tanz mit anhängen. Und gleichzeitig wird die Ausstellung eröffnet und dann wird sie 14 Tage lang, Montag bis Samstag, immer 14 bis 18 Uhr offen sein. Wenn dann alles vorbei ist, was passiert dann mit der Ausstellung? Wenn dann alles vorbei ist, werden wir unsere Exponate natürlich erstmal sichern. Man kann viele Dinge für weitere Ausstellungen nutzen. Und wir werden Bilanz ziehen anhand der Feedbackkarten und anhand der vielen Gespräche, die wir führen, ob der Weg, den wir bisher eingeschlagen haben, richtig ist oder ob wir doch vielleicht ein paar Fehler machen werden oder gemacht haben. Auch das, dazu soll es ja insbesondere dienen. Was ist für Sie persönlich jetzt an dieser Ausstellung das Schönste? Persönlich an dieser Ausstellung sagen, das Schönste? Also das hat mich wirklich an früher erinnert oder keine Ahnung. Aber man hat ja zu bestimmten Dingen vielleicht eine andere Beziehung. Mhm. Also, ja. Also das war wirklich dieses Hören dieses Pionieres dort, also auch diese wahnsinnssozialistischen Parolen. Die klingen so weit weg, ne? Ja, heute, also, manchmal denke ich, wie konnte ich mir denn sowas anhören? Ja. Das muss man gehört haben. Das ist so das, was mich jetzt am meisten bewegt hat. Ansonsten, ich persönlich war nicht Schüler dieser Schule. Ich bin im 6. BK in der Schule 9 ausgebildet worden. Also von daher direkt zu dieser Schule an sich habe ich nicht so eine Verbindung. Ich eigentlich, muss ich sagen, auch nicht. Meine Schule war das jetzige Gymnasium, Schule 4. Damals hieß es Schule 4. Ja. Und, aber ich weiß es nicht, ob ich mich richtig erinnere, ob Sie es wissen. War das diese Ensembleschule, die Gesamtschule 3, wo diese künstlerische Ausrichtung zu DDR-Zeiten war? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es ein Zuschauer. Keine Ahnung.
kann ich gar nicht sagen. Es gab ja so eine Ensembleklassen zu DDR-Zeiten und ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar die Schule. Das weiß ich gar nicht. Ja. Da muss ich auch passen. Was passiert dann also mit dieser Schule dann? Sie haben sie ja gekauft, um nicht eine Dauerausstellung zu machen? Nein. Also es bleibt dann dabei. Wir haben ja gesagt, wir wollen dieses Grundstück dort entwickeln für Neubauprojekte. Es wird dann dazu kommen, wie angekündigt, dass wir die Schule abreißen. Mhm. Es bringt ja nichts, dass dort ein hohler Vogel steht, der nicht zu nutzen ist. Dann wird dieses Grundstück erstmal ordentlich hergerichtet. Und wenn dann die Planungen entsprechend fertiggestellt sind, werden wir irgendwann das Grundstück bebauen. Aber es ist doch eigentlich ein schönes Grundstück für die Stadt, ne? Wenn ich so sehe. Also das ist so zentral gelegen und Verkehrsanbindung hervorragend. Alles. Also wir dachten damals auch, weil es so ein kleiner Dreh- und Angelpunkt ist, auch, es ist eine Kreuzung, alle vier Ecken haben ja einen markanten Punkt, wenngleich der andere markante Punkt gegenüber gerade ganz hässlich mit einem Bettenhaus noch belegt ist. Also, aber trotzdem lebt diese Stadt ja auch ein bisschen davon, dass immer an Kreuzungen so markante Bauten stehen. Ne? Und wir finden auch, dieses Grundstück ist halt ein markanter Punkt, den man sehr schön bebauen kann. Also wie gesagt, also ich finde die Lage hervorragend. Also wenn Sie da, sagen wir, da was entwickeln, kann es ja für die Stadt nur eine tolle Sache sein. So haben wir das auch gesehen. Das brach liegen zu lassen, wäre sehr schade. Ja, ne? Das ist auch meine persönliche Meinung. Ja. Also kommen wir mal zum Hoffest. Ja. Also Lampionumzug ist am Freitag um... Der Lampionumzug am Freitag, also ab 20 Uhr treffen sich alle, die Lampions müssen angezündet werden, der eine oder andere hat vielleicht sein vergessen. Sind schon die Ersten auf dem Weg? Richtig, also ein paar Jugendliche wollen noch eine Fackel haben, der Spielmannszug trifft ein, die Feuerwehr ist ja auch immer interessant und richtig los geht es 20.45 Uhr. Ja. In dieser Zwischenzeit wird auch auf der Bühne schon so ein kleines Trommelfloh-Konzert mal so ein bisschen alle Kinder einstimmen. Also wir werden ja, wenn die Kinder alle zurückkommen, so gegen 21.15 Uhr, wird Maxim Wardenberg, das ist ein ganz toller Künstler, es ist ein Zungenbrecher, Lang aufbleib Lampignon-Konzert mit uns starten. Nochmal, Lang aufbleib Lampignon-Konzert. Ich habe geübt. Der macht also ein schönes Trommelfloh-Konzert. Vielleicht geht es, wenn man da ein bisschen so was trinkt, vielleicht geht es dann besser über die Zunge. Genau. Ja, also, es wird sicherlich sehr, sehr schön werden. Ja, und dann haben wir fast nahtlos, außer dass die Nacht dazwischen liegt, am nächsten Tag also das Hoffest. Beginnt dieses Mal auch erst um 15 Uhr. Und da haben wir dieses Jahr einen Bruch vorgenommen zu den vorherigen Jahren. Das wollte ich auch gerade ansprechen. Sie haben im Grunde genommen eine neue Ausrichtung, ein neues Konzept entworfen, was auch für die nächsten Jahre gelten soll. Ja. Unser Konzept, die Idee? Die Idee war, also der Bruch war absichtlich gemacht nach unserem 60-jährigen Bestehen. Das war ja ein Riesenfest. So ein Riesenfest, so ist es, kann man nicht jedes Jahr machen. Kostet auch zu viel Geld, das geht wirklich nicht. Feiern muss irgendwann auch mal wieder begrenzt werden. Ist es richtig. Manchmal hat man so das Gefühl gehabt, dass also euer Hoffest teilweise größer war als das Stadtfest. Gut, das maßen wir uns nicht an. Aber bessere Künstler habt ihr dann schon gehabt. Ist sicherlich auch Geschmackssache. Ja, das, Kunst das ist immer Geschmackssache. Sicherlich, ne? Genau. Ja. Also deswegen ein neues Konzept, weil wir sind nach so vielen Jahren auch bald alle die Künstler, die wir uns leisten können, durch. Das heißt, man kann ein Hoffest nicht nur darauf ausrichten, dass man einen Spitzenkünstler hat, sondern wir wollten ein neues Konzept haben, was sich jährlich wiederholt. Und das heißt jetzt, bei uns ist gute Stimmung zu Haus. Dieses Zuhaus soll sich verbinden mit der Genossenschaft, mit dem Wohnen. Und wir fangen bei Zuhaus an, mit dem Wohnraum Küche. Wir kochen also dieses Jahr. Nächstes Jahr wandern wir vielleicht mit der Bühne auf den Balkon. Vielleicht pflanzen wir dort Blumen, keine Ahnung. Und darauf das Jahr befinden wir uns vielleicht im Wohnzimmer. Also unser Bühnenaufbau wird immer ähnlich sein, nur einen anderen Wohnraum beinhalten. Also wenn Sie eine 5-Raum-Wohnung haben, funktioniert es ja auch. Ne? Dann hat man mehr Jahre für gesperrt. Genau. Wir nehmen also eine große Wohnung, genau. Ja, und deshalb werden wir also dieses Jahr den ganzen Themenbereich Kochen abschöpfen. Das heißt, wir haben einen Star-Koch da, den Ronny Pietzner.
Der ist im Übrigen Teamchef der deutschen Nationalmannschaft der Köche. Die haben auch schon einen Weltmeistertitel geholt. Also wirklich also, ein Star-Koch. Man glaubt es kaum, wenn man an Deutschland denkt, an Frankreich denkt man ja, ne? Gourmets und was. Aber Deutschland hat richtig gute Köche. Ne? Richtig. Aber wenn man auch die TV-Sendung mal durchschaltet, hat ja jeder eine Kochsendung. Man kann es da auch schon nicht mehr sehen. Aber wir werden diesmal interagieren. Also wir binden das Publikum mit ein. Dieser Koch, gibt dir da Tipps, Ratschläge? Wie der kocht richtig auf der Bühne. Und erklärt so Wird auch Entertainment, Unterhaltung gesagt. Ja. Also jetzt haue ich die Möhren richtig rein. Er wird auch fragen, was soll ich reinhauen? Ja. Also. Reinhauen ist vielleicht nicht gut in dem Jargon. Ne? Ja. Und neben diesem Ronny Pietzner wird es auch wieder lustige Einlagen geben. Also zum Beispiel Tasso, der Koch. Der wird also mit Kochtöpfen dort rumjonglieren und alle möglichen lustigen Einlagen bringen. Durch den Nachmittag wird führen Michael Genäher, nicht nur ein Comedian, sondern wirklich ein ganz toller Moderator. Ich habe auf seiner Homepage gelesen, da hat eine Schule geschrieben, er hat kein Talent, er ist aber schon zu bekannt, als dass er aufhören könnte. Fand ich ganz fantastisch. Gott sei Dank steht es auf seiner Homepage. Selbstironie also, kann auch sein. Richtig, ne? Kann also auch wirklich über sich selbst lachen. Ja. Wir finden den ganz klasse. Ja, und einen Star-Sänger haben wir natürlich dann auch da. Das ist dann Veronika Fischer. Ich sag doch, sie hat beste Künstler aus der Stadt. Die hatten wir noch nicht. Ich bin auch ganz gespannt. Sie sagten vorhin, also wir haben mittlerweile so alle durch diese... Aber gibt es denn so wenig Künstler? Also ich meine jetzt nicht die großen Stars, aber... In den Preislagen, in denen wir uns bewegen, ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, muss jetzt überlegen, sind wir im 13., 14., so viele Hoffeste haben wir schon gemacht. Ja. Und mitunter hatten wir ja immer zwei Gäste, also eigentlich immer mindestens zwei Stargäste da. Wir können wirklich... Ja, es wird schon schwierig. Karat war ja, ist ja Kult, Veronika Fischer, sind ja alles diese ganz großen Namen dieser, sag mal, für die in der, sag mal, hier in Eisenstadt, die sind ja alle doch schon ein bisschen älter, die kennen das alles Mehrzahl, schon so, ne? Genau. Die haben ja gute Erinnerung daran. Aber ein paar DDR-Künstler irgendwie gibt es doch noch, wa? Die haben, ich habe ja auch mal überlegt, wen könnte man so holen noch, ne? Aber ich glaube, die haben genug Fantasie, um dann im nächsten Jahr wieder jemand zu finden. Wir denken, also gleich am Abend des Hoffestes sage ich zu meinem Kollegen immer, das Hoffest ist vorbei, das Neue steht vor der Tür, wen laden wir dann nächstes Jahr ein? Also die Planungen beginnen wirklich sehr, sehr frühzeitig, zum einen wirklich, um auch gute Preise immer zu erzielen. Je dichter man an bestimmte Termine kommt, umso teurer werden auch Künstler logischerweise und dann sind sie auch ausgebucht. Und wir sind bekannt dafür, dass wir gern lang vorher planen, dann passt das auch alles. Nun ist ja so ein Hoffest so vorzubereiten, ist ja wirklich, Sie sagen es ja auch gerade, also wirklich eine große Herausforderung. Sind da alle Mitarbeiter eingespannt dann? Ja. Sagt man, du machst das und du machst es alleine? Nein, also es beginnt in der Regel mit einer Konzepterarbeitung. Da bedienen wir uns natürlich auch einer Agentur, das ist das Merlin Management. Übrigens ist der Geschäftsführer auch ein ehemaliger Eisenhüttenstädter, so haben wir Herr uns Runge, mal kennengelernt. Herr Runge, so ist es. Die erarbeiten das Konzept. Und sobald das Konzept von uns bestätigt wird, fangen halt wirklich die Arbeiten an. Da sind natürlich nicht von Anfang an alle Mitarbeiter dabei, aber die Vorstandsassistentinnen, beide sind sehr eng involviert. Und dann, je näher man kommt, umso mehr andere Kollegen arbeiten dann mit zu. Also letztendlich haben dann alle was damit zu tun. Muss man die Mitarbeiter dazu drängen oder sind die Feuer und Flamme da? Nein, gar nicht. Also die sind Feuer und Flamme. Man sieht es daran, dass wir jedes Jahr einen Kuchenbazar haben. Die kochen mit Begeisterung. Dieses Jahr haben wir sogar erstmalig ein eigenes EWG-Kochbuch. Das heißt, alle Mitarbeiter haben eigene Rezepte. Wir machen jetzt ein eigenes Kochbuch. Was der Pietzner kann, können wir auch. Das kann man kaufen? Ja. Ja, das haben die selbst entwickelt und oft sind eigene Ideen wirklich. Wir fanden das fantastisch mit meinem Kollegen, weil wenn wir einen Star-Koch da haben, können wir ja mal gegenhalten als EWG-Mitarbeiter und wir glauben, es ist ganz gut gelungen. Kann man kaufen. Sind Sie die Köchin oder machen Sie Essenzubereitung nur, weil Sie es müssen? Ich gebe zu, ich kann nicht kochen. Nein? Nein, ich bin für, so ganz kleine Gerichte zu Hause zuständig. Kochen ist nicht mein Ding, aber ich backe sehr gern. Also in dem Rezeptbuch findet man ein schönes Backrezept von mir. Also diese Aufteilung haben wir zu Hause auch.
Meine Frau backt gerne, ja. Also und gut, ja. Sehr gut. Ja. Und ich koche. Sehen Sie? Alles gut. Ja. Und ich bilde mir ein, ich kann's. Ja, noch besser. Ich bilde mir ein, ich kann's. Ja. Aber jetzt müssen die anderen, die ja das essen müssen, was ich koche, müssen die anscheinend, keine Ahnung. Also ich werde meinen Mann nicht kritisieren, sonst müsste ich es ja selber machen. Aber noch leben sie alle. Ja. Also es gibt noch keine Beschwerden. Ja, ja. Aber trotz alledem, ich find es toll, also die Stadt braucht einfach solche Geschichten. Also auch so ein Hoffest, wenn es auch, sagen wir mal, relativ groß ist, trotz alledem brauchen wir, glaube ich, Unterhaltung in dieser Stadt. Wir haben so viele Probleme in dieser Stadt. Und da, manche da sagen uns, na, was ihr euch in Eisenhüttenstadt leistet, ein Brückenfest, ein Stadtfest, dann kommt, weiß ich, andere Feste noch dazu und keine Ahnung. Aber im Grunde genommen ist das auch alles vertretbar für die Stadt, glaube ich. Ne? Richtig, richtig. Lassen sich nicht auch viele Probleme dadurch besser lösen, wenn man mit guter Laune rangehen kann, wenn man gerade auch unser Hoffest auch allen zugänglich machen kann. Es sind ja nicht nur eure Mitglieder eingeladen, sondern es sind ja alle herzlich willkommen. Also wir werden schon oft gefragt, naja, es kostet ja auch Geld, selbstverständlich kostet es Geld. Es kostet alles Geld. Also, es kostet alles Geld. Aber nichts machen macht ja auch Frust. Ne? Und wer soll denn so etwas machen, wenn nicht auch die Gesellschaften und Vereine, die es können? Ja? Die's können. Ja. Also wir denken schon, der Mehrwert für alle Bürger, der ist ein großer. Weil ich habe ja auch oft Diskussionen mit Leuten, die dann sagen, naja, und das kostet ja alles Geld. Na klar, alles kostet Geld, das ganze Leben kostet Geld. Aber man muss ja, ich glaube, das Leben auch so ein bisschen gestalten, dass man auch Freude daran hat, dass man auch, sagen wir, am nächsten Tag noch gerne aufs Bett steigt und nicht drinnen liegen bleibt. Ja, ne? Ja, und deswegen finde ich das auch mal ganz gut, also wenn die Gesellschaften, die in der Lage sind dazu, finanziell auch in der Lage sind dazu, solche Highlights zu setzen. Ne? Und solange die Kirche im Dorf bleibt, beim Geld ausgeben, sage ich mal, ist das sicherlich ein Problem. Ich kann nur wirklich sagen, weiter so. Danke. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Es gibt ja natürlich auch einen Ausblick in eure Ausstellung. Mhm. Vergangenheit hatten wir, also Gegenwart haben wir auch. Ja. Was stellt sich die Genossenschaft in der Zukunft vor? Weil Sie sagen, wir haben auch einen Ausblick in die Zukunft. Richtig. Also der Ausblick setzt auf Dinge, die wir als Genossenschaft schon beschlossen haben, die wir versuchen zu vermitteln. Beispielsweise Kooperationsvereinbarung, die ist abgeschlossen. Die Kooperationsvereinbarung hat nicht bei jedem zu einem Glücksgefühl geführt, insbesondere bei betroffenen Mietern, das ist verständlich. Geht um die Holzwolle, ne? Also, richtig, Holzwolle, Mittelschleuse. Man muss also dabei auch vermitteln, ja, was passiert da noch mehr? Das verbinden wir damit. Also wir wollen im Zusammenhang darstellen, dass es nicht nur etwas Schlechtes ist, sondern ganz im Gegenteil, dass es eine gute Sache ist. Dann wollen wir vermitteln, dass die Genossenschaft auch versucht, außerhalb Eisenhüttenstadts neue Wege zu gehen. Wir haben beispielsweise in Neuzelle zwei Grundstücke gekauft, die wir entwickeln werden. Das heißt, auf dem einen Grundstück, es ist ein freies Grundstück, werden wir altengerechtes Wohnen errichten, so wie wir es im Kastanienhof gemacht haben. Also das ist ja nur so ein Renner, oder? Richtig. Also richtig. Ich glaube, wie viele Minuten hat es gedauert, bis das weg war? Deswegen haben wir uns auch gefreut, dass der Bürgermeister von Neuzelle und der Amtsdirektor, die sind auf uns zugekommen und gesagt, Mensch, EWG, wir haben das dort gesehen, könntet ihr euch in Neuzelle auch sowas vorstellen? Ja, natürlich, waren wir gleich begeistert. Wird das so ähnlich, so flach sein? Und ja, es wird so ähnlich, weil das ist wirklich ein Erfolgsbau. Also, warum soll man da großartig entwickeln? Es gab ja auch einen Tag der offenen Tür, waren wir ja mit bei gewesen. Ja. Ich konnte da auch mit Mietern sprechen. Ja. Die waren ja einfach glücklich. Richtig. Die waren einfach glücklich, dass sie da da wohnen können. Ne? Dann sind wir natürlich auch glücklich. Ne? Ja. Dann sagen wir es, ach schön, das meiste richtig. Und Sie haben ja auch, wenn es darum geht, also altersgerechte Wohnen, haben Sie auch Pflegepartner, ne? Sie arbeiten ja auch mit Partnern zusammen, richtig. Um das auch professionell zu machen. Sie sind zwar der Vermieter, aber die Dienstleistungen bieten Sie ja damit an. Ja. Und jetzt, also wie gesagt, Neuzelle. Machen Sie das. Sie haben ja auch, wir haben ja auch in der Wohnungsshow, die wir hier beim OSF haben, haben wir ja auch gesehen, dass es Wohnungen in Briesko-Finkenherd gibt. Ne? In Briesko-Finkenherd, so ist es, haben wir schon natürlich viele Jahre zwei Wohnblöcke.
Und wir haben jetzt, deswegen auch nochmal Ausblick, in Frankfurt-Oder eine Wohnanlage käuflich erworben. Eine sehr schöne denkmalgeschützte mitten im Stadtzentrum. Also auch da versuchen wir für Mieter, die auch außerhalb wohnen, die vielleicht auch Pendler sind, einzufangen und zu sagen, Mensch, wir sind jetzt auch in Frankfurt präsent. Wobei natürlich uns diese neue Straße, die 2+1 nach Frankfurt-Oder, sehr entgegenkommt. Die ist zwar noch nicht offen, aber irgendwann wird sie eröffnet werden und dann ist man also zwischen Eisenhütten und Frankfurt, sagen wir mal, in 15 Minuten. Ruckzuck. Ich meine, gerade solche Geschichten lassen ja auch Städte zusammenwachsen. Ne? Und dann kann man eben auch solche Ideen entwickeln. Das ist, wir haben eigene Mitarbeiter, die kommen aus Frankfurt, die kommen aus Fürstenwalde, also Autofahrzeiten von einer Dreiviertelstunde sind ganz normal. Die sind eigentlich normal. Wenn man, sagen wir, im Ruhrpott wohnt, dann fährt man dann schon mal 2 Stunden. Ne? Ja, wenn man dann eine Stunde im Stau steht. Ja, das ist schon nicht mehr so toll, genau. Aber deswegen war Frankfurt für uns ein gutes Angebot. Also ich bin ja ohnehin, also es gab ja auch, wenn Sie sich erinnern können, vom frühen Oberbürgermeister von Frankfurt mal die Idee, Eisenhüttenstadt Frankfurt zusammenzulegen. Wird sicherlich nicht passieren, aber wenn man Strukturen schafft, dass man wirklich schnell hin und her sein kann, dann wächst man, glaube ich, auch so zusammen. Ne? Es gibt ja, sagen wir mal, bei Nordrhein-Westfalen ähnliches, da merkt man gar nicht, wenn man von einer Stadt zur anderen kommt teilweise. Ja. Ne? Also dann ist man komplett ja immer in Dortmund und ist man sich in Essen. Das werden wir räumlich hier natürlich nicht hinbekommen. Nein, aber räumlich kriegt man es nicht hin, aber trotz alledem kann eben sowas auch zusammenwachsen und dann sind so eine Projekte natürlich auch sinnvoll. Ja. Ja, also soweit erstmal dieses Thema Zukunft. Was ich ganz toll finde, ist eure Idee gewesen, also diese B2-Wohnungen nicht abzureißen, sondern zurückzubauen. Also ich konnte mir ein paar Wohnungen anschauen. Da ist ganze Arbeit geleistet worden, muss ich echt sagen. Und die sind ja auch gut, vermietet, ne? Genau, die sind gut vermietet. Also auch da muss man sagen, es ist ja ein mehrjähriges Projekt. Und als wir den ersten Bauabschnitt gemacht haben, heute denke ich, mein Gott, so schnell ist die Zeit vergangen. Es sind nun mehrere Jahre vergangen. Und wenn man jetzt dort rumfährt, es ist ein Highlight, wenn man sich das anschaut. Ihr habt einen Kinderspielplatz dort gebaut. Ja. Eine ganz tolle Sache. Also die Kinder sind ja sofort drauf losgerannt und da muss man ja zur Seite springen, als die Eröffnung war. Ihr tut auch eine ganze Menge also noch für die Jungen. Ne? Wir sind nicht nur eine Stadt der Alten, sondern wir haben auch noch ein paar Kinder hier. Ne? Gerade dieses Wohngebiet dort haben wir ja absichtlich auch Wohnungen geschaffen, die an Jung und Alt gehen sollen. Da ist ja auch ein Kindergarten. Und da wäre es jetzt fatal gewesen, ja nur Wohnungen zu schaffen für ältere Bürger. Gerade deshalb passt ja da auch Jugend hin, also muss auch ein Spielplatz hin. Also ich fand es auch ganz lustig, nach der Eröffnung, als der Kindergarten wieder losging mit den Kindern, stand ein kleiner Junge neben uns und weinte bitterlich. Ich sag, warum weinst du denn so? Tante, wird der Spielplatz auch nicht wieder abgebaut? Ach, war so niedlich. Der hat gedacht, jetzt nehmen wir die Spielgeräte wieder mit. Der Verlustängste. Ja, genau. Also deswegen, es ist ja ein durchstrukturiertes Gebiet. Wenn wir sowas planen, muss man das ja wirklich von A bis Z beplanen. Da passt dann ein Spielplatz rein. Abriss ist erledigt erstmal in dem Bereich, ne? Also, der eine Wohnblock, der dort vorne noch steht, der kommt ja noch weg. Da sind bloß noch zwei. Aber einer wird ja auch noch umgebaut, ne? Also, wir sind jetzt im letzten Bauabschnitt, im vierten. Also wir hätten gern noch einen fünften gemacht. Aber innerhalb der letzten Jahre sind die Baukosten wirklich dermaßen weggerannt. Nicht, weil wir uns vertan haben, sondern weil wirklich... Auch energetische Geschichten. Richtig, ne? Also, hauptsächlich gesetzliche Bestimmungen uns dermaßen die Preise erhöhen. Die Energieeinsparverordnung ist schon wieder deutlich verschärft worden. Dreifachverglasung und was richtig, so alles dazu also kommt, was der Gesetzgeber dort macht, ist nicht so lustig. Ja. Was soll man dazu sagen? Also jetzt überlegt man ja, ob man diese ganze Geschichte wieder zurückfährt aufgrund der Asylbewerber, dass man dass man dann hier also einquartieren kann, nicht in Eisenhüttenstadt, sondern in Deutschland. Also da gibt es ja Vorschriften, die sind ja Wahnsinn. Ihr werdet sicherlich auch ans Land oder an den Kreis vermieten oder wenn es um Asylbewerber geht, wir können uns ja wir können uns ja dem Thema ja nun nicht entziehen. Also dem Thema wollen wir uns keinesfalls entziehen. Wir sind bisher leider noch nicht so involviert worden in die Pläne des Landes oder auch des Landkreises, wie wir es uns gewünscht hätten.
aber mit dem Landkreis sind wir gerade in guten Gesprächen. Also vom Grundsatz her sagen wir, natürlich muss man den Asylsuchenden helfen und dazu sind wir bereit, aber natürlich unter bestimmten Bedingungen. Also man darf den Menschen natürlich überhaupt nicht aus dem Auge verlieren, wenn es um Wirtschaftlichkeit geht, aber auch eine Wirtschaftlichkeit muss immer gegeben sein. Das heißt, wir bieten gerne an, wir stellen Wohnungen zur Verfügung, aber auch nur, wenn es soziale Betreuung gibt, wenn wir vorher mit Mietparteien dazu sprechen können, die davon betroffen sind, wenn wir also ganz genau kommunizieren können, was haben wir vor, und nicht, wenn es so, wie es das Land momentan, glaube ich, vorhat, so ganz schnell irgendwo eine ganze Masse unterzubringen. Ich glaube, dass hier einfach in der Landesregierung chaotische Zustände herrschen. Ja. Die reagieren nur noch von Stunde zu Stunde. Ja. Also da gibt es keinen Plan, sieht das aus. Also ist ganz, ganz, ganz schlimm. Genau. Aber wir sind ja nun mal Erstaufnahmestadt in Brandenburg und wir kennen uns dem mit Sicherheit nicht entziehen. Da kann man erzählen, was man will, da kann man böse sein, kann man sonst. Die Fakten sind da, die muss man akzeptieren. Erstmal akzeptieren, ist ganz klar. Und dann muss sich das Land natürlich auch mal Gedanken machen, wie es denn hier weitergeht. Ne? Also ich weiß, der Landkreis beschäftigt sich ja seit ein, zwei Jahren mit Wohnungsvergaben und mit Betreuung von Asylsuchenden. Und die haben ein richtiges Integrationskonzept. Damit haben wir uns gerade beschäftigt, das ist richtig gut. Also wenn man dort eine Wohnung zur Verfügung stellt, dann gibt es auch den entsprechenden Sozialarbeiter, der denjenigen betreut. Das ist eine rundum gute Sache, aber sowas braucht halt ein bisschen Zeit. Und man muss den Bürgern auch sagen, Leute, das Leben in dieser Stadt wird sich verändern. Richtig. Wir können mit Sicherheit nicht so weitermachen, wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben. Mhm. Wir werden uns auch ich sage mal, nicht nur die müssen sich anpassen, wahrscheinlich müssen wir uns auch anpassen. Dennoch wollen wir uns natürlich von der Welle, die da gerade eben vom Land kommt, darf man sich nicht überrollen lassen. Ja. Also insbesondere wir als Genossenschaft sagen, es ist hauptsächlich eine kommunale Aufgabe, das zu bewältigen. Und wir sind insbesondere dazu da, unsere Mitglieder und Genossen zu schützen. Und zwar so zu schützen, dass die Genossenschaft erhalten bleibt, dass wir natürlich Mitgliedern vorrangig Wohnraum zur Verfügung stellen und denen, die bei uns Mitglied werden wollen, natürlich herzlich gern. Mhm. Unter genau den gleichen Bedingungen, die jeder andere auch erfüllen muss. Und dann ist das alles auf einem guten Weg. Eine wunderschöne Sache. Das war's schon, liebe Zuschauer, mit TV Lokal. Also eigentlich könnten wir ja noch eine Weile weiterreden, aber mein Herzschrittmacher hat gesagt, Schluss hier. Ja, Jörg Pohl konnte heute nicht kommen, war nicht so schlimm, es war eine kurzweilige Geschichte zwischen uns. Ich habe auch da viel dazu gelernt und ich wünsche natürlich, dass das Hoffest, dann ist natürlich das Hoffest dann auch in der Wiederholung, liebe Zuschauer, dann auch vorbei, aber dann ist es halt eine Wiederholung der Sendung. Aber trotzdem, schön, dass wir heute gekommen sind, dass wir darüber mal plaudern konnten. Ich glaube, solche Runden könnten wir öfter mal machen, gemeinsam auch mit anderen, wenn also es im Thema Wohnen geht. Denn man kann auch mal darüber diskutieren, zum Beispiel Betriebskosten als zweite Miete, da kann man ja auch mal drüber reden. Es belastet euch ja auch, weil eben die Mieter eben an euch das Geld bezahlen müssen, aber ihr habt ja nichts von. Und der Vermieter, ich meine generell, der Vermieter hat ja nichts, er sammelt ja das Geld nur für andere ein und schickt es weg. Und das schmälert unsere Kaltmiete. Genau. Und darüber, über dieses Thema würde ich auch gerne nochmal laden, zu einer schönen Sendung, aber heute ging es hauptsächlich definitiv um das Hoffest und liebe Zuschauer, ich möchte, gehen Sie hin, haben Sie Spaß, vielleicht sehen wir uns da und wir sehen uns dann zu TV Lokal dann am Freitag. Tschüss dann.